Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Panzermodellbau, alle Kategorien in Zusammenarbeit mit der Firma Hataka Hobby. Hataka Hobby hat mir ein paar Lackfarben wieder mal geschickt, die ich mir mal testen soll und euch mal vorstellen soll. Und zwar haben wir hier von der Orange Line die Clear Farben. Das ist dann einmal ein Mattlack, der sieht so aus. Dann haben wir einen glänzenden Klarlack und wir haben einen seidenmatten Klarlack. Ich werde meine F18, die ihr schon kennt aus anderen Videos, mit weißem Lack bestreichen oder besprühen, besser gesagt, und werde dann auf der einen Seite wieder abkleben und werde dann eben die drei verschiedenen Farben dann für euch testen, damit man dann auch genau den Unterschied sehen kann, wie denn der Glanzeffekt ist oder wie der Matteffekt ist. Und vor allem, weil ja diese Farben so komisch gelblich sind, möchte ich mit dem Weiß sehen, ob dann eventuell noch ein kleiner Gelbschimmer nachher zu sehen ist. Auf der anderen Seite möchte ich dann also den Flügel wieder in Weiß lackieren mit Lackfarbe von Hataka und möchte dann ein paar Decals aufkleben und möchte dann eben sehen, wie sich dann die Farbe mit den Decals verträgt. Denn oft haben wir ja mal ein paar Probleme. Wenn es dann heißt, oh ja, mach mal hier normale Lackfarbe drüber, dann haben sie einige Decals bei einigen Kollegen gelöst. Ja, und dementsprechend dachte ich mir, machen wir einfach mal ein Video. Und das war auch ganz klasse, dass mir Hataka diese Farben zur Verfügung gestellt hat, dass ich dann für euch ein Video machen kann. Den 20% Rabattcode gibt es ab sofort wieder hier oben. Und dann könnt ihr im Hataka Webstore, könnt ihr dann wieder bestellen. Einige haben es schon gemacht, das freut mich. Und dieser Code ist ja weiterhin aktiv und solltet ihr noch nicht bestellt haben, wenn ihr das erste Mal bestellt bei Hataka, bekommt ihr sogar noch 10% Erstbestellungsrabatt. Also insgesamt würdet ihr dann 30% bekommen. Würde sich eigentlich ganz gut lohnen. Also deswegen steht auch in der Ecke eine Dauerwerbesendung oder halt eben, wie ich das jetzt gerade ein bisschen umgeändert habe, da jetzt steht es, dass dieses Video bezahlte Werbung enthält, weil ich ja diese Farben zur Verfügung gestellt bekommen habe. Gut, also dann lackieren wir mal das Flugzeug in Weiß. So ist jetzt das Flugzeug super vorbereitet. Ich habe noch auf der einen Seite ein paar Decals gemacht, damit man den wunderbaren Unterschied sieht. Dazu habe ich verwendet von Amorphmic das Decal Set und das Decal Fix. Jetzt werde ich die Mattfarbe von Hataka benutzen. Erstmal ist ganz wichtig schön schütteln, damit auch alles wunderbar vermischt ist. Leider ist hier von der Flasche die Öffnung ein bisschen größer als bei den normalen Tropfflaschen. Vielleicht nimmt man eine Pipette dazu. Ich habe natürlich ein bisschen zu viel Farbe reingemacht. War ja klar. Aber ich verdünne es dann mit etwa 20 bis 30% von der Hataka-Verdünnung und dann ist es auch kein Problem. Der Rest der verdünnten Farbe kann dann wieder in die Flasche eingefüllt werden. Nachdem ich alles sorgfältig mit dem Pinsel gemischt habe, lasse ich die Farbe nochmal schön aufblubbern, damit auch die restliche Farbe, die vorne schon zur Düse gekommen ist, schön verdünnt wird. Dieses Prozedere wird bei den anderen Farben komplett wiederholt. Und dann fangen wir an mit gleichmäßigem Sprühen in dünnen Schichten.
Es ist natürlich bei einem Klarlack immer besonders schwer zu sehen, wo die Farbe schon aufgetragen ist und wo nicht. Deswegen halte ich das Flugzeug immer ein bisschen ins Licht, damit man sehen kann, wo noch die frische Farbe ist. Nachher, nach dem Austrocknen, ist natürlich der Effekt dann weg. Und wir haben eine wunderbar matte Oberfläche, die schon wunderbar getrocknet ist und die wir dann auch schon berühren können. Dasselbe, was wir jetzt natürlich mit dem Mattlack gemacht haben, machen wir jetzt mit dem Klarlack. Diesmal habe ich es geschafft, ein bisschen weniger in die Airbrush zu füllen. Und weiter geht's mit dem Klarlack. Hier auch wiederum immer schauen, dass die Farbe wunderbar gleichmäßig aufgetragen wird, indem ihr ein bisschen mit dem Licht spielt. Hier ist es dann natürlich nach dem Trocknen so, dass die Farbe dann glänzend bleibt. Beim Klarlack müssen wir natürlich mehrere Schichten auftragen, damit die Fläche auch richtig schön glänzt am Ende und dass es eine wunderbar gleichmäßige Fläche hat. Natürlich braucht diese Farbe ein kleines bisschen länger zum Aushärten. Ich habe so etwa 20 Minuten gewartet, dann konnte ich die Farbe auch wieder wunderbar anfassen und abkleben. Nachdem auch der glänzende Klarlack abgeklebt ist, geht es jetzt weiter mit dem finalen seidenmatten Klarlack und da hat sich natürlich auch nichts geändert. Es wird schön gemischt, geblubbert und aufgetragen. Der seidenmatte Klarlack ist auch getrocknet und nun geht es los und wir werden das Flugzeug vorsichtig vom Klebeband befreien. Wichtig ist immer, dass ihr das Klebeband vorsichtig vom Lack abzieht, nicht zu schnell, denn sonst kann es eventuell sein, dass bei billigem Klebeband immer ein bisschen Farbe noch dran bleibt. So sehen die beiden Seiten fertig aus. Schön, oder? Ich habe noch eine Taschenlampe jetzt geholt, damit man es unter einem anderen Licht noch besser sehen kann. Denn wir wissen ja, normales Zimmerlicht ist immer anders als Tageslicht. Deswegen habe ich eine LED-Lampe noch mit dazu gezogen. Wir können wunderbar die einzelnen Schichten sehen. Das Seidenmatt, den Glanzlack und den Mattlack. Wir sehen auch hier kaum Veränderungen zum Basislack. Am besten sieht man es am komplett glänzenden Klarlack. Hier sieht man natürlich wieder das Grün von einem anderen Video, aber das ist kein Problem. Im Licht kann man wunderbar erkennen die Unterschiede zwischen den drei Klarlacken, dem Matten, dem Seidenmatten und dem glänzenden Klarlack. In einem ganz flachen Winkel unter einer Lampe sieht man jetzt schön die Aufteilung der Pigmente. Links bei dem matten Klarlack, in der Mitte bei dem seidenmatten Klarlack und rechts bei dem glänzenden Klarlack. Der Unterschied ist bemerkenswert. Und hier auf der Seite sehen wir die Unterschiede mit den Decals zusammen. Kommen wir nun zum Test und schauen mal, wie robust das ist. Mit einem Fingernagel braucht man über die Farbe einmal rüber zu kratzen und es passiert nichts. Als nächstes
machen wir wieder das übliche Holzstäbchen und kratzen einmal über die Farbe rüber. Das einzige, wo man eventuell ein paar Kratzspuren sieht, sind auf dem matten Klarlack und auf dem seidenmatten Klarlack. Genauso wie auf der Seite mit den Decals. Dort, wo der Klarlack natürlich glänzend ist, ist so gut wie gar nichts zu sehen, denn dieser Lack ist sehr robust und man kann drauf fassen und es passiert überhaupt nichts. So, liebe Freunde, jetzt habt ihr mal gesehen, was euch mit diesen Klarlackfarben so erwartet. Ihr braucht keine Sorgen zu haben, warum das Zeug jetzt grün ist und nicht wirklich komplett klar. Ich habe jetzt mit Hataka nochmal gesprochen. Wenn halt eben die Farben dann verdünnt werden, so wie ihr das ja im Video gesehen habt, dann ist das alles kein Problem. Und ihr habt ja auch gesehen, wo ich dann die F18 dann so gezeigt habe. Es kommt so vor, als wenn die Farbe ein bisschen dunkler ist. Das liegt daran, weil ja eben die Pigmente vom Mattlack und vom Seidenmattenlack ein bisschen anders sind als beim Klarlack, das ist klar. Aber beim Klarlack hat man eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied mehr gesehen. Und ja, eigentlich habe ich zu der Farbe nichts Negatives zu sagen. Sie ist auf jeden Fall robust. Sie hält auf jeden Fall das aus, was ich erwartet hatte. Und kann das eigentlich nur empfehlen. Ich bin ja jemand, der eigentlich nur aus seiner eigenen Erfahrung spricht. Letztendlich ist es dann eure Sache, was ihr macht, ob ihr dann sagt, okay, Mensch, ich kann ja auch mal die Farben probieren oder nicht. Also überlasse ich euch. Deswegen ist eben dieser Rabattcode mit dabei, dass ihr dann eben sagt, Mensch, okay, vielleicht teste ich es mal oder ihr lasst es sein. Das überlasse ich euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es kommen auf jeden Fall ab und zu dann immer mal noch ein paar Farbsets dazu, wenn ich sie mir dann hole. Und dementsprechend werde ich dann wieder auch einige Fahrzeuge bei mir lackieren. Ich habe ja hier noch einiges, was zu lackieren ist. Und dann lasse ich eben mal die Kamera mal ein bisschen mitlaufen, damit ihr dann mal sehen könnt, was dann alles möglich ist und wie ich das dann alles mache. Es wird dann wahrscheinlich genau dasselbe sein wie in den vorherigen Videos. Nur, dass ich dann eben vielleicht nochmal jetzt ein Panzerfahrzeug mache, was ich dann eben schön mit Patafix und so weiter mache. Dann werden wir mal sehen. Ich glaube, als nächstes mache ich mal einen französischen Kampfpanzer, denn die sind von der Farbe her ein bisschen heller als die normalen NATO-Standardpanzer, wie zum Beispiel der M1 oder der deutsche Leopard. Gut, also, ich hoffe, es hat gefallen. Lasst einen Daumen oben und macht ein Abo, falls ihr noch keins habt. Es würde mich sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal.